kommt heran! Zu uns kam soeben ein Reiter, der vom Anmarsch der Schweden aus Richtung Coburg berichtet. Der schwedische Obrist Hastür kommt mit Soldaten, Reiterei und Kartaunen unter dem Banner des Herzogs Kasimir zu uns. Auf Geheiß des Kommandanten sollen alle Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden. Alle kampfesfähigen Männer haben sich in der Waffenkammer zu melden. Zu Brandenburg übermittelt den Menschen von Krodach folgende Botschaft. Der König von Schweden befiehlt dem Bamberger Bischof, sich zu ergeben und sich ihm anzuschließen. Herzog Bernhard sowie der Markgraf haben nun den königlichen Befehl, dem Bamberger Stift, die Stadt Krodach, zu einer Übereinkunft zu bringen, da er dessen Schaden gern verhüten möchte. Leisten die Krodacher jedoch Widerstand, so werden sie sich ihr Unheil und endgültiges Verderben selbst zuzuschreiben haben. Diese Stadt und Festung wurde mir im Namen des Kaisers durch General Graf Graz anvertraut. Ich gedenke nicht, sie kampflos aufzugeben. Die Musketiere werden sofort die Stadt verlassen und den Feind flankieren. Thank you.
in die Stadt. Schön, euch zu sehen, Wallenstein. Habt Dank für eure Hilfe. Nun, schön, euch zu sehen, Kommandant Mellon. Doch sind die Schweden nur vorübergehend zurückgedrängt. Sie werden sicher in Kürze wieder angreifen. Verbarrikadiert das Tor und baut eure Verteidigungsstellen wieder auf. Wir wollen mit euch kämpfen, Kommandant. Ihr Frauen wollt kämpfen? Ihr solltet euch besser verstecken und auf die Kinder achten. Kommandant, durch meine Truppen wird diese Belagerung nicht abgewendet werden können. Die Schweden haben zu viele Männer an ihrer Seite. Lasst die Frauen kämpfen. Sie vermögen zwar kein Schwert und keine Muskete zu führen, doch können sie heißes Pech und kochendes Wasser von den Mauern gießen. Nun gut. Ich schätze, ihr habt recht. Wir werden sofort die Feuer schüren. Lasst uns die Kranken versorgen und die Stadt wieder aufbauen.